Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 3, die 100 Baby Challenge. Und ja, wir haben in der letzten Folge Geburtstag gefeiert, weil der Nock nämlich so weit war. Und jetzt müssen wir ihn natürlich wieder rausschmeißen, ne? Ist doch klar. Der Rest, wir haben ja wieder zwei Mädels. Der nächste Nachwuchs ist ja auch schon in trockenen Tüchern. Jetzt müssen wir noch gucken, dass Nock einen Platz kriegt. Habt ihr noch Platz? Schade. Okay, dann muss ich mir was anderes einfallen lassen. Ach, hier wohnen auch welche. Habt ihr noch Platz? Nein, natürlich habt ihr auch keinen Platz. Gaspari. Ah, nee. Ist hier noch irgendjemanden, den ich brauche? Ich glaube, euch hatte ich schon alle. Ja, ich glaube, ihr seid schon alle dran gewesen. Aber okay, könnt ihr trotzdem wohnen bleiben. Habt ihr denn noch Platz? Ja, ihr habt noch Platz. Sehr schön. Ich glaube, guck mal, ist auch der Odo hingewandert. Sehr schön. Dann weiß ich doch noch, welche Hütte Platz genug hätte. Und dann können wir direkt fortfahren, weil wir müssen ja schließlich den Kleinkindern auch noch laufen und sprechen beibringen. Töpfchen kennen sie jetzt schon alle gut genug. So, ich glaube nicht, dass das für dich jetzt so Dings ist. Wo ist denn die andere Kleine? Hier, können wir ihr vielleicht das Laufen noch fertig beibringen? So, du hast deine Hausaufgaben noch gemacht, oder? Vielleicht könntest du mal hier mal, bevor du den königlichen Hof machst, könntest du hier mal ein bisschen aufräumen. Weil ich glaube, Könige wollen auch an einem sauberen Tisch speisen. Außerdem haben Könige bestimmt auch damals als kleines Kind Hausaufgaben machen müssen. So, was geht hier? Warum müffelst du? Kannst du mir das erklären? Könnt ihr euch vielleicht mal pflegen? Ja, guck, siehst du, das hilft schon. Was ist denn mit der Kleinen los? Sie hatte Hunger und müsste eigentlich mal aufs Töpfchen. Okay, dann brechen wir das hier mal ab. Hier mach mal ein kleines Nickerchen. Okay, dann geh erst ans Telefon. Hast du die Rechnung bezahlt? Nö, warum auch? Das haben wir ja gestern nicht mehr geschafft während der Kotzerei. So, ein bisschen mehr Energie. Dann müssen wir die Kleine füttern. Wie sieht's mit der anderen aus? Da könntest du eigentlich auch mal hier Töpfchen benutzen. Was ist denn los? Ich weiß, dass du müde bist. Aber interessiert mich das? Nein. Ja, ich glaube, du musst der ein bisschen Raum lassen. Sonst kommt die nicht vom Klo. Ja, ich weiß, du bist müde, aber nimm doch erstmal was zu futtern, weil sonst wirst du nur wach. Die Chazia ist eigentlich gar nicht müde. So, lass mich raten. Du gehst auch schlafen?
Hausaufgaben hast du gemacht? Kein Wunder, dass ich da kein Töpfchen hingestellt habe. Was willst du jetzt noch? Wie wär's, wenn du mal schlafen gehst? So, wie wär's mit Heu fressen? Du gehst pieseln, sehr schön. Hinterher kannst du noch ein bisschen was trinken gehen. Und dann wird geschlafen, würde ich mal fast sagen. So, alle sind im Bett. Ja, also können wir ganz entspannt weitermachen. Na, Spiel. Ich dachte, wir können weitermachen. Ich bin mal gespannt, was der Dietbald uns für Racker da lässt. Also Platz ist auf jeden Fall. Moment, ich bin wieder schwer beschäftigt. Wenn man echt nebenbei noch am Handy rumgurken tuten. Ja, ich wollte eigentlich die Anzahl der Babys aktualisieren, weil wir sind ja bei 82. Habe ich aber vergessen. So. Momentchen. So. Gut. Man hat nichts gesehen vor lauter Baum. Gut, dann kann ich jetzt mal ein bisschen schneller. Wer ist denn hier? Scotty Checker. Und dann bin ich nicht draußen. Bitte lauf nicht weg. Möchte ich kennenlernen. Gotti Checker. Ja, ich glaube, mit dir werde ich mich mal anfreunden. Scotty Checker. Ja, der ist sogar neu. Der ist auf meiner Liste. Sehr schön. Ich finde das immer klasse, wenn die Leute von alleine kommen. Ich meine, ich bin gerade besetzt, ja, aber ich würde dich trotzdem hinterher dann kennenlernen wollen. Deswegen muss ich mich mit ihm jetzt... Was willst du denn? Wieso hast du Hunger? Lass ihn nicht weg. Ich ruf dich an. Hast du wieder super gemacht, Madame Hinkelstein. Da du ja jetzt eh wach bist, kannst du ja der Kleinen hier mal was zu futtern geben. Und dann kannst du hinterher auf die Toilette gehen. Dann musst du natürlich selber noch was futtern. Ich weiß. Aber es gibt Dinge, die müssen gemacht werden. Ich könnte nicht, wenn ich aufs Klo muss, noch oben was reinschieben. Also bitte. Es ist halt nun mal so. So, für dich wird es jetzt auch langsam mal Zeit, dass du hier dich mal fertig machst. Damit du frühzeitig für die Schule fertig bist.
Dann können wir die Chazia gleich ins Bettchen legen, weil die nämlich schon müde ist. Aber dann fürs Aufwischen. So. Bitteschön. So, Rechnung bezahlen, weil wir wollen ja den schließlich nicht den Herd wieder abgenommen kriegen. So, was ist hier los? Ja, dann steh mal auf. Dann kannst du direkt hier mal springen üben. Oder trainieren, meine ich. Mann, dass ich immer auf die Pferde auch noch mit ein Auge drauf halten muss. Dass die ihre Dinge erledigen. Ah, und Durst hast du jetzt auch noch. Super. Dann bitte trinken. Guck mal, hat gefrühstückt, der hat alles sauber gemacht. Also finde ich klasse und kann jetzt hart arbeiten gehen. Wir sind hier auch schon schwer am Rumtätigen. Ah, ich habe noch vergessen, nochmal in den Schrank rein zu. Hast du die Rechnung bezahlt? Oh, Gott sei Dank. So, dann bitte direkt sprechen. So, wie sehen denn hart arbeiten gut? Ja, er hat halt verkackt irgendwie, weil ich habe vergessen, diese Tagesaufgabe, ne? Von der Schule gibt es ja manchmal diese Aufgabe, lies das Buch zu Ende und dann verbessern sich deine Noten. Das habe ich beim letzten Mal, als diese Meldung kam, habe ich das verkackt, weil ich dachte, das wäre für Rhonda gewesen. Und ja, deswegen hat der Julian, oder ja, Julian heißt er, hat halt diese Möglichkeit nicht gehabt. Ne? Vielleicht muss er ja noch einen Fisch angeln und dann sind so seine Noten auch verbessert. Was ich jetzt auch nicht geschafft habe, ist mal wieder auf so ein Sims-Fest zu gehen. Aber wir haben ja auch echt viel zu tun. So, ich möchte das ein bisschen hier mal vorantreiben mit dem, weil die müssen ja auch irgendwann in die Schule gehen. Bald kommen wahrscheinlich die nächsten Kinder und dann möchte ich gerne, dass die anderen schon in die Schule gegangen sind. Kostenloses Spiel. Seht ihr das? Ah, das funktioniert auch schon wieder nicht. Nee, das mache ich jetzt nicht. Weil da kann ich nicht. Das ist auch erst am Wochenende wieder. Und bis dahin hat er selber seine Noten verbessert. Durch Hausaufgaben machen. So. Gut. Dann würde ich mal fast sagen, du gehst jetzt mal hier dich frisch machen. Du gehst jetzt mal schnell Pipi machen. Dann ist sie eigentlich selber schon viel zu müde, wieder für irgendwas zu tun. Aber wir müssen uns jetzt hier mal ranhalten. Von mir aus kannst du ja in der Zwischenzeit, während dein Kind da am Nuckeln ist, kannst du ja, nein, nicht mit der kleinen Schaukeln, sondern Nickerchen machen. Damit du ein bisschen Energie getankt hast. Ich meine, ich könnte ja die Kira schon mal größer werden lassen. Das ginge natürlich auch. Weil so wie die ja fertig sind, sie kann laufen, sie kann sprechen, aufs Töpfchen gehen, glaube ich zumindest. Ist alles erledigt? Ja.
Dann könntest du ja eigentlich schon schulbereit sein. So, du bist nach Hause gekommen, sehr schön. Wie sehen deine Bedürfnisse aus? Spaß hinkt ein bisschen hinterher. Ach, guck mal, du hast ja einen Schulfreund mitgebracht. Hallo. Spezialfee. Über Blumen reden, warum nicht? Oder sollen wir zusammen Hausaufgaben machen? Und dann könnt ihr doch mal ein bisschen mehr Fangen spielen. Dann könnt ihr hinterher noch die Hausaufgaben machen. Na, hat das funktioniert? Da so ein bisschen Spaß mit Kindern, wenn die ja schon ihre Schulkameraden mit nach Hause bringen, kann man ja tatsächlich schon mal machen, oder nicht? So, dann können wir auch noch Kissenschlacht machen hinterher und ein bisschen tratschen. Und dann kannst du Hausaufgaben machen. Außer die spielen halt bis zu uns Unendliche fangen. Das ist natürlich auch nicht Sinn der Sache. So, ich denke mal Kissenschlacht eine Runde und dann. Was willst du denn jetzt schon wieder? Jetzt ignoriere doch einfach den Anruf. Ja, nicht zu glauben, wer mich die ganze Zeit hier immer anruft, ey. Hab doch gar keine Zeit. Ich muss Kindern das Laufen und Sprechen beibringen, damit die auch dingsen können. So, Kissenschlacht, okay. Wo wollt ihr die denn treiben? Ah, guck mal hier. Da habe ich das erste Mal, dass ich mich tatsächlich so darum kümmere, dass die auch mal, wenn die Spielkameraden da haben oder Schulkameraden, würde ich jetzt mal sagen, dass die auch zusammen mal was Vernünftiges treiben. So, das Laufen werden wir doch noch hinkriegen, oder? Na komm, laufen. Dann müssen wir nur noch am nächsten Tag sprechen. Ja, ich gebe dir gleich was zu futtern. Oh, das hat natürlich nicht funktioniert. Wieso denn nicht? Okay. Bitte Töpfchen benutzen. Ach, ist dein Freund jetzt nicht dabei und macht Hausaufgaben? Ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt, dass ihr zu. Ach so, okay, er wollte nicht nach draußen. Ja, ich bin auch nicht der Fan immer davon. Nee, du machst jetzt kein Nickerchen. Wollte jetzt eigentlich abwarten, bis die Kleine hier fertig gegessen hat und ihr dann die Windeln noch wechseln. Dann muss die Kleine noch aufs Töpfchen. Du kommst mal hier hin. Dann kannst du ihr noch die Windeln wechseln. Warum müssen die Leute mich denn eigentlich immer nerven? So, dann schaukel mal mit der Kleinen hier. Ich sehe es kommen. Ich. Und sprechen. Meinst du, du könntest die paar Millimeter Laufen noch hinkriegen? Nein, wir gehen jetzt nicht ans Telefon. Was ist hier los? Ah, du willst jetzt nicht in deinem Feenhaus schlafen. Wieso hast du das jetzt gemacht?
Okay, dann die Kira noch bitte ins Bett. Und dann muss sie selber schlafen, ey. Wir kommen da überhaupt nicht mehr hinterher. Was ist denn los? Dann geht doch mal aus dem kleinen Raum raus. Okay. Ich würde mal fast sagen, hier ist der perfekte Zeitpunkt, um zu sagen, ich mache jetzt einen Cut. Beim nächsten Mal werden wir erfahren, ob sie es schafft, die Kleine noch ins Kinderbett zu bringen. Ja. Ansonsten ist jetzt nur noch zu wünschen, dass ihr eine tolle Zeit habt. Bis zum nächsten Mal. Gesund bleibt. Und ja, ihr dann auch wieder beim nächsten Mal einschaltet, wenn es heißt, die 100 Baby Challenge. Jeden Donnerstag. Hier auf YouTube. Also dann, bis dann. Tschüss.